Hallo, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Mach's dir gemütlich, denn jetzt kommen die 10 Berufe, in denen es am wichtigsten ist, dass du eine trainierte Stimme hast. Los geht's. Bewusst habe ich hier in diesem Video weggelassen Sänger, Sängerin, Berufssprecher, Berufssprecherin, weil da ist es ja ganz klar, die Ausbildung besteht darin, dass wir unsere Stimme trainieren. Aber in allen anderen Berufen, wo es eben darauf ankommt, eine wirklich gut trainierte Stimme zu haben, die kommen heute in diesem Video dran. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Johanna Engelke für deine Engelstimme. Abonnier diesen Kanal sehr gerne, damit unterstützt du meine Arbeit. Drück auch auf die Glocke, dann verpasst du kein einziges Video mehr von mir. Beruf Nummer 1 ist Lehrerin und Lehrer. Klar, wir müssen natürlich diese ganze Klasse den ganzen Tag mit voller Lautstärke unterstützen. Das geht auf die Stimme. Viele Lehrerinnen und Lehrer machen auch eine Stimmtherapie, warten, bis es zu spät ist. Deswegen lieber schon vorher anfangen, die Stimme zu trainieren. Punkt Nummer 2, Trainerin, Trainer. Sport, Nebengeräusche, die Leute ächzen und stöhnen, machen ganz laut ihre Übungen, trampeln und so weiter. Und dann machen wir, damit es richtig Spaß macht, auch noch ganz laut die Musik an. Und jetzt schrei mal dagegen an. Kenne ich auch aus meinem eigenen Umfeld. Man braucht eine richtig gut trainierte Stimme. Man muss wissen, wie man diese Lautstärke hinbekommt. Sonst geht es richtig böse auf die Stimme. Punkt Nummer 3, Callcenter. Probleme? Neben uns sind wahrscheinlich Leute, die auch noch sprechen. Das heißt, alles wird insgesamt immer lauter und lauter. Wir haben ein Headset im Ohr, also Kopfhörer. Heißt, wir hören uns nicht direkt, sprechen also wieder lauter, als wir sollten. Und drittens, wir müssen den ganzen Tag sprechen und wir müssen den ganzen Tag freundlich sprechen. Viele gehen da mit der Stimme eben auch noch hoch. All das sollte man nicht tun. Viele Anforderungen, deshalb ist es umso wichtiger, eine gut trainierte Stimme zu haben. Viertens, YouTuber oder YouTuberin, auch Podcaster, Podcasterin. Das sind neue Medien, das sind nicht unbedingt professionelle Medien. Es gibt jetzt nicht die Ausbildung, wo wir das lernen. Das heißt, wir kommen hier hin und haben eigentlich keine Ahnung, wie wir das machen. Das fällt mir in ganz vielen YouTube-Videos auf. Es gibt sogar Leute, die sind, sag ich mal, Anwalt oder Anwältin und haben dann irgendwie einen Sprachfehler, sowas wie Lispeln, habe ich alle schon gesehen. Oder Leute, die einen extrem guten Inhalt produzieren. Es sind super aufwendige Videos, die tun einfach alles in alles. Also super Outfits, super Schnitt, super Inhalte, aber auf ihre Stimme haben sie nicht geachtet. Auch schön, super Aufnahmetechnik. Alles perfekt. Die haben sogar Sachen für ihren Raum gekauft und dann ist die Stimme nicht trainiert. Super schade. Deswegen auch da, setz vielleicht als erstes mal auf dein Stimmtraining, denn dann ist überhaupt erstmal das Grundsätzliche gut. Mit der Technik kannst du dann immer noch auffahren. Fünftens habe ich fast schon vorweggenommen, Anwalt, Anwältin. Nur als kleines Gedankenexperiment, stell dir mal vor, es würde dich ein Anwalt oder eine Anwältin vertreten und diese Person hat dann ein Stimmproblem. Da würdest du dir auch so denken, oh Gott, wie will sie das jetzt durchsetzen oder wie will er das jetzt durchsetzen? Wir müssen eben eine durchsetzungsfähige Stimme haben, die Sicherheit vermittelt, die vermittelt, dass wir das jetzt eben auch gewinnen können, diesen Fall. Und deswegen brauchst du, um eben auch deinen Kunden ein gutes Gefühl zu geben, eine sehr gut ausgebildete Stimme. Ja, das war es schon mit Teil 1 von diesem Video. Ich möchte das nächstes Mal in Teil 2 weitermachen. Da bekommst du am Ende übrigens auch noch drei lustige Fun Facts über drei Berufe, wo man gar nicht damit rechnen würde, dass man da auch eine trainierte Stimme sehr gut gebrauchen könnte und auch gebrauchen kann. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsentiert von Anima Stimmtraining.